Heute haben wir uns mal wieder mit Alginat beschäftigt oder mit einer Abformung von der Hand. Ich wollte unbedingt mal so ein Herz in der Hand haben und das haben wir jetzt einfach mit Alginat abgeformt. Und wenn ihr sehen möchtet, wie sowas funktioniert, bleibt ein paar Minuten dran und wir zeigen es euch. Viel Spaß! In diesem Video arbeiten wir mit einer Abformmasse aus Alginat, die wirklich sehr schnell ist. Die nennt sich nicht nur Ultrafast, sondern die bindet innerhalb von 2 Minuten ab. Vom Einrühren bis zum Festwerden hat man 2 Minuten Zeit und das ist wirklich schnell. Bei der Verarbeitung hat man die Möglichkeit zu wählen, ob man jetzt 2 Teile Wasser und 1 Teil Alginat nimmt. Das wird dann eine feste Abformmasse. Oder man nimmt 3 Teile Wasser und 1 Teil Alginat und das wird dann so eine mittlere, breiige Konsistenz, die man auch aufstreichen kann. Wir wollen heute eine feste Konsistenz haben, weil wir das wieder in so einen Behälter gießen wollen. Und deswegen nehmen wir 2 Teile Wasser und 1 Teil Alginat. Alginat besteht aus natürlichen Stoffen und ist unbedenklich und hautfreundlich. Man kann damit Abformungen, also Körperabformung machen und sogar bei Kleinkindern und Babys, weil das eben unbedenklich ist und ein Naturprodukt hat. Bei der Arbeit mit Alginat braucht man weder ein Trennmittel noch hinterher irgendwelche Hilfsmittel, weil Alginat leicht zu lösen ist und sogar Haare sich da drin nicht verfangen oder verfestigen. Außerdem entsteht auch beim Abbinden keine Reaktionswärme. Also mit dem kalten Wasser wird es eingerührt und so kalt bleibt dann das Alginat auch. Jetzt aber genug erzählt über das Alginat und jetzt zeigen wir euch, wie man damit etwas abformen kann. Wir wollen dann heute mal so eine Hand abformen mit Herz in der Hand. Ich schenke dir mein Herz. Oder so. Wir haben dann jetzt unser Wasser abgemessen, 1600 Milliliter und 800 Milliliter von dem Alginat. Wenn ich das jetzt zusammenkippe, das muss ganz schnell gehen, wie gesagt, 2 Minuten vom Anrühren bis zum Reinstecken und Festwerden. Also da müssen wir uns jetzt beeilen. Da zählt doch schon das Rühren bei der Zeit. Das Rühren zählt schon mit, das ist ja das Problem an der Sache. Schneller, 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 schneller. Reicht doch so weit drin. Mehr brauchst du doch gar nicht. Und jetzt nur warten. Ja, und weil es ja nur 2 Minuten dauern soll, insgesamt. Warten wir nicht allzu lange. Warten wir nicht allzu, ich merke schon, das wird schon fest. Aber ich mache jetzt keine 2 Minuten nee. Film. So, und das ist jetzt wirklich ganz schnell fest. Also kaum, dass ich die Hand drin hatte, sieht man hier schon, dass das fest ist. Und jetzt muss ich natürlich versuchen, die Hand mit dem langsam. Herzen wieder rauszukriegen. Langsam. Hörst du, wie das pscht, pscht. Das Herz auch noch rausfuschen. Ja, langsam. So sieht es dann aus von innen. Ja, kann man ja schlecht sehen. Ja, kann man schlecht drin gucken, aber die Knubbeln hier, das nehme ich alle noch weg, damit das jetzt beim Gießen nicht stört. Und werden wir gleich sehen, ob es funktioniert hat, wenn wir es ausgegossen haben. Ich fülle dann diese Form aus Alginat jetzt mit einer Gießmasse aus, die Kunststoff veredelt ist, auf einer Gipsbasis. Es fühlt sich nachher an wie Keramik, sieht so aus, hört sich so an, wenn man gegenklopft. Also härtet ganz schnell aus und ist eine super Gießmasse, nennt sich Xyrarock. Ist ein dober Name, aber eine tolle Gießmasse. Den Namen kommt es nicht nur an, da steht ja auch Trollfactory. Trollfactory ist aber ein witziger Name. Das ist eine Trolle, Troll. Trolle. Die bösen Trolle. Ja. Und macht so eine schöne Sachen. Ist ein cooler Name. Trollfactory fand ich eigentlich ist ein cooler Name. Ja. So, und dann wird es einfach, halt hier, wenn ihr irgendwo Knubbeln seht, die sich irgendwo verhakelt haben, die müssen müsst ihr wegmachen, sonst habt ihr da diese Nasen oder Pupseln oder sowas. Das ist mir schon aufgefallen. Dann habt ihr das in der Form, das wollen wir nicht. So, und dann wird die Gießmasse eingefüllt, hoffentlich verteilt überall gut und dann... Und dann muss es aushärten und da die schon in 30 Minuten fest ist, die Gießmasse, haben wir ganz schnell das Resultat. Und eine Steigerung vom letzten. Ja. Schwierigkeitsgrad 2. Ja, mit so einem Herz in der Hand ist natürlich, da solltet ihr ein bisschen üben.
Unsere Gießmasse ist nach 30 Minuten fest und jetzt sieht man hier am Rand wieder, dass sich das nicht mit der Gießmasse verbunden hat. Also man hier so drückt. Aber ich glaube, das kriegen wir auch wieder nicht rausgeschüttet. Nee. Dafür ist es zu lang. Ja, dafür ist es zu lang. Aber da so eine Form aus Alginat meistens eh nur für einmal ist, können wir das ruhig aufschneiden. Bloß vorsichtig, dass man die Hand jetzt nicht verletzt. Ja, und wenn du dann nachher haben willst, machst du dir Silikonform und dann. Dann dafür ist es eigentlich gedacht. Erst macht man sich ein Original aus Alginat. Und wenn man dann das Original so hat, wie man es haben möchte, dann macht man sich davon eine Silikon- oder Latexform und kann das dann eben mehrmals gießen. Ich bin gespannt, ob das was geworden ist. Wenn man jetzt hier oben ein bisschen Platz hat, um die gegossene Hand greifen zu können, dann kann man das meistens rausziehen. Vorsichtig. Zack, ist das raus. Und dann kann man die Hand ganz entformen. Wow. Boah, die ist diesmal geworden. Super. Boah. Dann hat man so eine Hand. Mit Herz. Mit Herz. Ist ja cool. Ja, das sind so Knubbel, wenn sich irgendwo Knubbel hinlegen. Ja, oder die kannst du abschleifen. Das kann man noch ein bisschen nachschleifen. Hier lag zum Beispiel jetzt ein Knubbel. Aber, mein Gott. Aber so ist so das genial. Herz in der Hand. Schleifen wir noch ein bisschen nach. Ja. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wo man das entsorgen kann. Das kommt einfach in die Biotonne, weil das ja Alginat pflanzlich halt ist. Kommt es in die Biotonne und dann wird es entsorgt. Jetzt kann man so Stellen, wo jetzt hier noch so Knubbel oder so Huckel dran sind, kann man noch ein bisschen nachfeilen. Schleifen, nicht feilen. Nachschleifen. Dass man diese Stellen ein bisschen wegkriegt. Und solange die Masse noch ein bisschen, noch nicht zu trocken ist, geht das ja auch ganz einfach. Geht das ganz einfach, ja. Kann man das noch ein bisschen nachbearbeiten. Aber eigentlich sieht doch die toll aus. Schön, ja? Ja. So, ich habe dann jetzt ein paar Stellen noch nachgeschliffen ein bisschen, aber ich denke mal, ich lasse das jetzt einfach so. Und dann habe ich mir überlegt, ich möchte gerne das Herz noch in Rot anmalen, obwohl mein Mann ja sagt, verstümmelt das alles. Ja, das verstümmelt alles. Aber ich mache es jetzt einfach mal und dann hat man eine coole Deko, Herz in der Hand. Schreibt mal, ob ich recht habe oder sie. Ja, ob es dann verstümmelt ist. Ich male es jetzt erstmal rot an. Ich male dann jetzt mein Herz hier wieder mit Deka Color Matt an. Das sind die Farben, die ich immer benutze, weil man die halt für alle möglichen Untergründe nutzen kann. Und die gibt es natürlich auch in größeren Abpackungen, als ich sonst immer gezeigt habe. Da wurde ich immer gefragt, jetzt gibt es die auch in größer als in 50 Milliliter. Natürlich gibt es alles immer in größer. Aber ist halt immer alles eine Preisfrage, ob man es in größer haben möchte oder. Ja, du malst das Herz an und mein Herz blutet. Das macht mir dann wieder richtig Spaß. Richtig rot machen. Ich habe das Herz dann jetzt noch angemalt. Also ich finde es schöner, so kommt das Herz jetzt besser zur Geltung. Ihr könnt jetzt auch noch was draufschreiben auf das Herz, wenn ihr möchtet. Aber so ist das eine coole Idee, Herz in der Hand. Aber stehen sieht glücklich am besten aus. Ja. So, dann probiert es mal aus, mit Alginat ein bisschen zu arbeiten. Also ein bisschen Übung ist überall drin. Unser erstes Herz in der Hand ist auch nicht so recht geworden. Da hat man so ein Herz mit Blümchen drauf und da hat sich überall was hintergesetzt. Also wenn, dann nehmt so ein glattes Herz. Das geht einfacher zu machen. Probiert es einfach mal aus. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.